So, also, herzlich willkommen bei den Testoneros. Wir testen jetzt mal alkoholfreies Bier. Ist ja jetzt Neujahr und so und mit die guten Vorsätze und na, ihr wisst. Wir testen Joy Boy. Davon gibt es laut meinem Kenntnisstand drei verschiedene Sorten. Und heute testen wir einfach das normale, isotonisch-vitaminhaltige Joy Boy alkoholfrei. Ich hole gerade noch einen Bieröffner und dann geht's los, wa? Jens hat hier was entdeckt im Internet. Und zwar das sind, was ist das? Gebraut in Deutschland, Herr Joybrau. Alkoholfrei Ocean Blue, isotonisch und vitaminhaltig. Gemacht für aktive Menschen. Also genau das Richtige für nach dem Sport. Ja. Wenn man keine alkoholfreie Hefe meißen mag. 70% alkoholfreies Bier, 30% Vitamin C haltiges Erfrischungsgetränk. Also Mischgetränk. Tatsache. Naja, dann mach auf. Weniger als 0,5%. Ja, Thorsten, sag mal, will nicht so. Na dann, zum Wohl. Alter, ja, ich glaube, ja, was haben sie geschrieben? Dass 30% die Vitamin C Erfrischungsgetränk nicht mit bei, ich glaube, dann würde ich das nicht weiter trinken. Oder? Also, ja, also, das also, soll ja gesund sein und vitaminhaltig. Ich glaube, also, wenn es ganz kühl ist, wenn ich gerade vom Joggen komme, dann würde ich das trinken. Nein, dann würde ich es auch trinken, ich habe ja duscht. Genau. Aber so, also von mir Geschmack her ist es jetzt nicht so pralle. Also die Aufmachung ist, finde ich, gut. Wo du das jetzt gefunden hast, weißt du nicht mehr, aber. Joyboy.de oder so halt. Aha. Ich habe halt nach Eiweißbier gegoogelt. Okay, also Protein haltet. Mhm. Da gibt es halt auch das dann noch. Proteine, haltet Bier, das kommt später noch. Ja, war jetzt nichts Weltbewegendes, aber ist okay, ist okay. Ja, für ein alkoholfreies Bier ist das nicht schlecht. Ich kenne besser. Ich würde jetzt, zwischen 3 und 4 Punkte, also ja, 3 Punkte, schon okay. Von? 5? 5. Puh, also schwierig. Das ist halt auch Geschmackssache, wa? Ja, ja. Also von mir bekommt das also wirklich, ja. Also wenn ich nett bin, ich habe auch schlimmer getrunken schon mal. Ja, definitiv. Okay, 1,5. Ja, ist halt die Geschmackssache, ne? Also, weiß nicht. Also, ich vergleiche jetzt immer so ein bisschen mit dem. Wenn du hier so ein Radler kaufst oder sowas, das ist ja auch so ein. Na gut, aber Radler ist halt nicht vitaminhaltig und wenig isotonisch. Das war, da ist auch viel mehr Zucker drin. Muss man dazu sagen, das stimmt allerdings. Naja, ist ja nicht das einzigste Bier. Kann man das eigentlich Bier nennen? Wir nennen es jetzt mal Bier. Ja, Biergetränk. Wahrscheinlich der Sonnenuntergang, die Möwenwolke. Ocean Blue. Das ist wirklich dasselbe Weg, ja. Ja. Hier ist das Proteinbier.
Gibt's danach. Was ist das denn? Das gleiche war. Achso, wenn du noch ganz viel Durst hast, kannst du noch eine Flasche trinken. Nee, das war ein Beispiel. Hier gibt es übrigens in so eine tollen Vierer, also kein Sixer, sondern so einen Viererträger. Ja. Okay. Gibt's da so. Hier kann ich ja gleich mal draußen. Macht sich besser mit dem Protein. So, nächstes Video ist dann übrigens, testen wir dann das Proteinvideo, ach, Proteinbier. Ja, genau. Also, ich hatte gesagt 3 und du 1,5. Mhm. Also, dann 2 von 5 Sterne für den Geschmack auf jeden Fall. Auch schöne Grüße nach Hamburg. Schöne Grüße. Bis demnächst.